Wenn ich jetzt den hier nehme, was nimmt er dann? Die da. Schon wieder wird's nichts mehr. Ich brauche eigentlich wirklich die Mitte. Da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Gut. Wenn ich das nämlich so mache. Ah, dann nimmt er das. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt die nehme, nimmt er mir die weg und ich kann weder hier noch hier zumachen. So, egal was er jetzt nimmt, das wird wieder ein Unentschieden. Was ist? Okay, mir reicht's jetzt langsam. Okay. Gut, wir müssen zu miesen Tricks greifen. Hallo Gladys, gibt's was Neues? Ja, dieser Vierfinger-Sam scheint ja ziemlich gut in diesem Spiel zu sein. Wen wundert es, er spielt ja auch Tag ein, Tag aus. Sogar seinem Haushund hat er das Spiel schon beigebracht. Eigentlich war es mein Submoon. Er hat vom Wirt in einem Spielchen gewonnen. Natürlich spielt es nicht so gut wie er. Hehe. Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen, gegen Vierfinger-Sam zu gewinnen? Wenn ich es mir so recht überlege, geht es mit diesem Sam und seinem Kartenspiel schon lange auf den Geist. Vor allem, weil er die verliert und sich ständig selbst feiert.
Ich sagte, was du spielen dir ist mir ein helles Pferdock hat. Ich werde den alten Salmbeurer in diesem Partie etwas aus dem Tritt bringen. Abgemacht, ein helles Pferdocker für den Herrn Kolzer. Mach 10 Heller. Hier, ja, leg dein Bier. Ein Silber für einen Pferdocker. Ein frisches Helles, das tut gut. So, dann wollen wir mal. Mach einfach ein neues Spiel und den Rest will ich mich schon kümmern. So, überliste 4 Wiener Salmen. Da ich es leid war, mich einem unfairen Wettkampf zu stellen, habe ich mit Kolzer Jalik, der dieses Kartenspiel wohl selbst über hat, eine List vereinbart. Wenn wir Salmen während unseres Spiels ablenken und mir so auf fexische Art einen Vorteil verschaffen. Ja, wer mit den Fexen geht, der muss mit wie ein Fex denken. Manchmal. Was ja, ist? Wegen dem Eigentum des Captains. Wollt ihr also doch noch ein Spielchen wagen? Ja, lass uns die Sache endlich hinter uns bringen. So, jetzt Ruhe. Kein Mucks mehr. So, dann los. Ich halte hier die Schwätzer schon vom Hals. Fix zum Glück. So, das Spiel beginnt. Okay. Was ist? Salm, Obacht, hinter dir, Wackernagel und seine Schwarzaugen. Was? Wie? Hinter mir ist doch gar kein Herz. Guck, jetzt hast du mich aus dem Spiel gebracht. Was wollte ich jetzt ziehen? So, das war etwas schon zu einfach. Was ist? Was ist? Ich hab gewonnen. Scheint so. Das scheint nicht nur so, das ist so. Also rückgängig das Fass raus. Ehrlich, verloren ist verloren. Das weiß ich selber. Pass bloß auf, sonst heißt du bald Zahnlicken, Jallig. Schau nicht so düster drein, man hat halt nicht immer in Fexens Grund. Man kann halt nicht immer in Fexens Grund stehen. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Hier hast du das böse Zeug und uns die Laien. Und richte die Bug aus, er soll dir nicht selber kommen, wenn er was will. Danke für das Fass und Spiel. Schönen Tag noch. Bah. So. Ja. Ich habe diese Geheimlieferung endlich an mich bringen können. Ein Schnapsfläschchen. Nun ja, offenbar ist es ein sehr wichtiges Schnapsfläschchen. Fässchen, nicht Fläschchen. Trotz meiner Unkenntnis über dieses Spiel habe ich es geschafft, 4 Fingersalmen zu besiegen. So ausgeschlafen wie der alte. Tut es er wohl doch nicht. Ja, ich habe es nur mit Glück und List geschafft. Da ich es leid war, mich einem unfairen Wettkampf eher. Übergib die Geheimlieferung. Jetzt, wo ich die sogenannte Geheimlieferung zurückgewonnen habe, sollte ich dem Kapitän der Talaria zurückbringen. Sicher sitzt er deswegen schon auf glühenden Kohlen. Das ist also die Geheimlieferung, die dem Kapitän gestohlen wurde. Echtes Bremer Feuer der Brennerei Jalzke aus Torwall. Auch Rotband genannt. Angeblich soll das Zeug unverkennbar gut schmecken und in einer hellroten Flamme verbrennen. Aber zu verbrennen ist das edle Zeug viel zu schade. Anscheinend hat sich aus dem Fass schon jemand bedient. Nicht so schön. Außerdem Fass ist noch ein Geheimnis versteckt. So, Hafen. Weil jetzt ein bisschen was uns an Skillpunkten hilft, ist gut. Jetzt haben wir eben noch ein helles Pferd, okay? So, dann heißt es zurück zum Hafen, zurück zum Kapitän und dann heißt es wieder zu Bala gehen ihr berichten über Ardus. Ja, über Ardus Mord konnten wir bis jetzt nicht viel rausfinden. Wir können ja noch einmal zurückgehen. Hier ist alles wieder versperrt, weil hier sind die Nice Packs.
Tretet näher! Ja, du hast halt so Standardzeugs. Aber dir können wir die beiden Sachen verkaufen. Na gut, so ein Händel des Ferdocker verkaufen ist auch immerhin noch 6 Heler wert. Also 60% von dem, was wir gerade dafür gezahlt haben. Ja, und sonderlich viel ist hier nicht gerade. Gut, okay, geben wir dem Captain sein Päckchen, berichten über den Mord. Gucken da mal, wie es weitergeht. Aber unsere freundliche Archivarin, die wir jetzt auch schon in die Fälle mit reingezogen haben, beziehungsweise die uns da irgendwie mit reingezogen hat, so halber. Den Zwölfen zum Gruße. Ja. Schön, euch wiederzusehen. Kann ich vielleicht noch etwas für euch tun? Ja, wegen eurem Lieferproblem. Ach, dann habt ihr die Geheimlieferung retten können? Ja, hier ist sie, ein Schnapsfässchen. Nun hat der Graf nicht mal größten Wert darauf, dass die erlesene Kostbarkeit unversehrt und diskret bei ihm in der Residenz ankommt. Das hat zumindest dieser Unterhändler mir gegenüber nochmals betont. Ah, da komme ich ja genau zur rechten Zeit, wie ich sehe. Gerling, hallo. Gerade Gerling kommt, um eine Schnapslieferung abzuholen. Also, um es uns nochmal in Erinnerung zu rufen, am Fluss der Zeit war Gerling der Spion-Obermeister des Ferdocker Grafen und mehr oder weniger Ardos Auftraggeber. Oh, Geheimrat Gerling, seid gegrüßt. Was ist, verschafft mir denn die Ehre? Ja, also doch noch Geheimrat. Nun ja, Kapitän, einige Dinge sind dem Grafen so wichtig, dass er seinen fähigsten Mann mit der Erledigung betraut. Als mein Bote mir zutrug, dass sich die Sonderlieferung für den Grafen verzögern würde, dachte ich mir, ich schaue mal nach dem Rechten. Wie ich sehe, hat sich die verschollene Ladung wieder eingefunden. Selbstverständlich, ein so feines Schiff wie die Talaria verliert doch nichts. Allerdings hatte ich Hilfe bei Suche. Darf ich vorstellen, Brenno hier hat das Fässchen mit dem Weinbad im Handumdrehen entdeckt. Tja, da ist doch alles in Ordnung gegangen. Der Graf wird äußerst zufrieden sein. Und dass das Edeltröpfchen die Reise doch noch heil überstanden hat. Ich werde sogleich zur gräflichen Residenz gehen und Graf Grovin seine spirituose Kostbarkeit aussehen. Da ist was in dem Fass. Auf dann, Herr Geheimrat. Grüßt mir den Graf. Nun zu euch, Brenno. Ihr habt ihr die versprochene Belohnung. Ich danke euch nochmals für eure diskrete Hilfe. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch durch die anderen Waren stöbern, die ich zu verkaufen habe. Also, kann ich etwas für euch tun? Erstmal nicht. Ach, Herr Vorgrim, wenn noch später Zeit ist, sollten wir uns im Silberkrug treffen und auf die alten Zeiten anstoßen. Was meinst du? Das sollten wir, alter Freund, das sollten wir. Also bis später. Ja. Diesen Vierfinger-Salm habe ich seinen üblen Streik gründlich vermasselt. Ich habe ihn bei einem seltsamen Kartenspiel geschlagen und die Geheimlieferung, die sich als Schnapsfässchen entpuppt hat, dem Captain zurückgebracht. Ich habe die Geheimlieferung bei Captain Lando Diebrack abgegeben. Seine sichtliche Erleichterung wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Was ich dafür gekriegt habe, wahrscheinlich Dukaten und eine Krähenfußanleitung. Das wird was zum Schmieden sein. Ja, Krähenfüße. Ach, aus rostigen Nägeln stelle ich Krähenfüße her. Auch gut. Warum auch immer ich eine Anleitung für einen Speer habe. Jetzt kann ich gar nicht mehr mit Diebrack reden.
Nein, ich kann nicht mit dem Team reden. Ich kann also nicht gucken, was er im Sortiment hat. Tja. Das heißt, jetzt geht es zum Praios-Platz. Also einmal direkt geradeaus. Komme ich wieder auf den Praios-Platz raus. Das müsste hinten sein bei Artus Anwesen. Wie dumm.